Mein Name ist Johann Laaf und liebe Zuschauer, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei Das ist mein Malaysia Teil 2. Diesmal natürlich eine kulinarische Reise und ich kann Ihnen sagen, dass dieses Land hier eine Küche zu bieten hat, die ist äußerst faszinierend. Denn der Einfluss der Inder, der Europäer, der Malaien, aber auch der Chinesen ist hier nicht zu übersehen. Und ich kann Ihnen sagen, für mich als Koch äußerst spannend. Ich hoffe, Sie haben jetzt Appetit, mit mir mitzukommen, denn Sie werden sehen, da läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Viel Spaß bei meiner Reise, kulinarisch gesehen, durch Malaysia. Wo ließe sich die Tour des Topfguckens besser beginnen als in der Hauptstadt Malaysias? Kuala Lumpur. Allein der Name ist Musik in deutschen Ohren. Auch wenn Kuala Lumpur nichts anderes bedeutet als schlammige Mündung. Aus einem kleinen Dorf ist in nur 150 Jahren eine moderne Metropole geworden, in der rund 1,5 Millionen Menschen zu Hause sind. Die britische Kolonialherrschaft hat hier in Kuala Lumpur natürlich überall, wie man sieht, große Spuren hinterlassen. In der Küche, da scheint es nicht so zu sein, denn für mich war die englische Küche noch nie was Besonderes. Und ich denke auch, hier gibt es Küchen, die wesentlich spannender sind. Viele Köche verderben den Brei, sagt die deutsche Binsenweisheit. Aber im Falle Malaysias haben die vielen Köche aus der ganzen Welt eine kulinarische Vielfalt geschaffen, die ich so noch nicht erlebt habe. Über die Hälfte der Bevölkerung hat malaysische Wurzeln. Rund ein Drittel sind Chinesen und mit einigem Abstand folgt die indische Minderheit. Darunter mischen sich dann Araber, Philippinen und Indonesier. Meine erste Station, ein indisches Straßenrestaurant im Herzen von Kuala Lumpur oder einfach KL, wie die Einheimischen ihre Hauptstadt kurz und bündig nennen. Hier geht es jetzt so wie mir, wenn ich im Fernsehen koche, ja? Funktioniert auch nicht immer alles, so wie es sein soll. Die einfache Küche zu unterschätzen oder das, was mir der indische Schnellimbisskoch anbietet, zu verschmähen, wäre ein großer kulinarischer Fehler. Gute Küche bedeutet auch Vielfalt und den Mut, neue Wege zu gehen. Ja, hier rund um den Zentralmarkt von Kuala Lumpur kann ich durchaus Anregungen finden. Wie fast überall in Südostasien sind die oft von chinesischen Händlern dominierten Straßenmärkte ein absolutes Muss für mich. Ich kenne kaum eine asiatische Metropole ohne einen solchen Markt, der sich in der Regel über die ganze Straße erstreckt. Naja, zum einen macht es Spaß, hier in dem ganzen Krims und Krams zu stöbern. Und genau, ich bin sehr neugierig, was den Betreibern der Garküchen hier auf dem Straßenmarkt in der Jalan Betaling an exotischen Snacks eingefallen ist. Also nichts wie rein in das bunte Treiben und Augen, aber vor allem auch die Nase offen halten. Und schon wittere ich die erste Überraschung. Ein sehr bekannter Duft steigt mir in die Nase. Das schmeckt wie bei uns auf dem Weihnachtsmarkt. Also ich finde, wird wahnsinnig. Frische Kastanien hier mitten in Malaysia. Yeah. Kastanien, ausgerechnet, da hilft nichts. Ortskundige Unterstützung muss her. Und die finde ich in dem Schweizer Bruno Dedual, seit Jahren als Manager der YTL Hotels verantwortlich für den Bereich Food and Beverage, also Essen und Trinken. Und er führt mich jetzt auf dem Kampung Baru. Ist auch anders, weniger süß. Fass bitte. Dieser Markt steht in keinem Reiseführer. Dafür erfreut er sich aber bei den Einheimischen großer Beliebtheit. Hier gibt es alles und das frisch. Das Angebot ist überwältigend und trotz der Globalisierung in allen Bereichen. Hier gibt es Gemüse, Früchte und Zutaten, die in ganz Europa nicht zu finden sind. Bruno, sag mir, was ist das jetzt hier genau? Das ist Zucker aus Malakka. Der wird in Malakka hergestellt, original. Der wird praktisch nicht geputzt, dann bleibt er so, dann bleibt auch das Aroma im Zucker. Fantastisch, gell? Und das braucht wird viel zum Kochen. Wird gemahlen oder so? Ja, natürlich, das Rohr wird gemahlen, und dann wird es aber fast noch nicht raffiniert. Und daher bleibt er so schön braun und schmeckt ausgezeichnet. Eine wichtige Rolle spielt auch die Kokosnuss in der Küche des Landes. Sie dient vor allem als Gewürz.
Kokosmilch Natur, ohne Konservierungsstoffe, ohne was wird die hier hergestellt, frisch. Dann kann man die hier so in Tüten kaufen. Ganz toll, ja? Kann man in Europa eigentlich nur in kleinen Paket? Nee, kannst du nicht kaufen. Kannst du nicht kaufen. No. Perfekt. Ja? Perfekt, ein ursprünglicher Markt, eine Oase der Tradition. Während rundherum Kuala Lumpur sich zu einer Weltmetropole entwickelt hat, scheint hier die Zeit, nein, nicht stehen geblieben zu sein, aber Althergebrachtes wurde bewahrt. Ich habe schon viele Märkte gesehen auf dieser Welt. Ja, ich muss sagen, dieser Markt hier ist wirklich super, weil es gibt so eine Vielfalt an auch Dingen, die ich zum Beispiel nicht kenne. Ja? Also so viele, man sagt, okay, aber da drüben so diese ganzen Chili-Sorten, diese kleinen echten genau. Pfefferkörner und alles, finde ich schon großartig, muss ich sagen, bin begeistert. Ihre Art zu kochen, ihre Liebe zu frischen Zutaten haben die Menschen hier nicht der schnellen, dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung des Landes geopfert. Hier. Hallo. 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 Can I try this? I try. Oh, ich darf es einmal probieren. Es ist aber eine wackelige Angelegenheit. Nun, die Menschen beobachten meine Versuche, den Einkauf auf den Kopf zu balancieren mit einer Mischung aus Skepsis und Belustigung. Und ehrlich, ich habe es mir wirklich einfacher vorgestellt. Zu den absoluten Spezialitäten Malaysias gehören die Satays. Man sieht das hier, das sind so Spießchen aus Huhn und aus Rind. Und natürlich will ich Ihnen jetzt mal zeigen, wie man solche Spießchen zubereitet. Aber nicht ich, sondern Chef Wai, hello, ein Kollege, der hier im Marriott Hotel auf der Terrasse einen Tisch aufgebaut hat. Und er zeigt uns jetzt mal, wie man das zu Hause wunderbar und einfach nachmachen kann. Lieber Chef Wai, what we need for the satays? Okay, for beef and chicken satay. Beef and chicken, also das heißt Rindfleisch oder Hühnerfleisch. Mm-hmm. We marinate it with sugar and all the spice. Kalanderwürstel, Gelbwurz, Ingwer, Salz, Knoblauch und Schalotten, Zitronengras, Zucker, Kumin, Korianderbeeren gemahlen, Fenchelsaat und Gelbwurz. Also sehr schön marinieren, lange, ja. So, and now? Okay, and now it's gonna skewer it. Also ich glaube, so ganz normale Schaschlikspieße. Okay, so for the satay, we have a way to skewer it from here and then to crisscross it. Aha. Okay, and then put back here. Ach, ziehharmonika förmig aufspießen. So we're gonna do it like this, ja. Ah, liebe Zuschauer, die Spitze vorne darf nicht rausschauen. Denn sonst verbrennt das Spießchen. Ah, wieder was dazugelernt, oder? Guck mal, I learn a lot from you. Thank you. Thank you. Yes. So, jetzt, so sehen sie aus. Gut. Du hast dazugelernt, Küchenregel Nummer 2, Vorsicht beim Abschmecken asiatischer Gewürze. Chili pur, das war dann doch ein bisschen heftig. Die Soße bestand letztendlich natürlich nicht nur aus reinem Chili, sie war zwar scharf, aber genießbar. It's just the meat in between the fire, just the meat, not the steak. If you put like this, you're gonna break, you burn, it's break. So we put it like this. So this is the way also, the grill, yeah. Mm-hmm. Kein Fleisch, also kein Holz darf über das Feuer. Okay, yeah. Looks nice. Yeah. So we can make it in the plate now? Yeah, it's cool. Come on, yeah, it's cool. Dazu serviert man klebrig gekochten Reis, Gurken, kleine Würfel geschnitten und Zwiebelwürfel. Ich möchte das gerne probieren. You want to try it, ja? Yeah? Yes. You want chicken? Yeah, chicken.
Der Sri Maha Mariaman ist Zentrum des geistigen indischen Lebens in der malaysischen Hauptstadt. Damit ich natürlich den indischen Tempel betreten kann, muss ich mir die Schuhe ausziehen. Ich habe Glück. Es ist Zeit für die Puja. Puja, das ist ein hinduistisches Ritual, das dreimal am Tag ausgeführt wird. Dieses religiöse Ritual muss nicht unbedingt in einem Tempel stattfinden. Es kann sich auch im eigenen Haus abspielen. Im Prinzip geht es bei der Puja auch darum, Gott als höchsten Gast die Ehre zu erweisen. Es ist ein exotisches Erlebnis und ein Beweis für das friedliche Zusammenleben der Religionen und verschiedenen ethnischen Gruppen im Vielvölkerstaat Malaysia. Insgesamt besteht die Puja der brahmanischen Tradition aus 16 Sequenzen. Die alltägliche Puja jedoch kann und darf wesentlich kürzer sein. Dann beschränken sich die Gläubigen auf drei Elemente. Eine weitere hinduistische Attraktion und absolutes Muss für jeden Besucher sind die Batu Caves, also die Batu Höhlen, etwa eine Dreiviertelstunde vom Zentrum Kolumbus entfernt. Es sind exakt 272 Stufen, die zu dem Tempel auf dem Hügel hinaufführen. Es war der indische Kaufmann Thambusamy, der die Höhle im 19. Jahrhundert entdeckt oder besser gesagt bekannt gemacht hat. Hier oben ist der Eingang zu einem Netzwerk aus Höhlen, fast 2 Kilometer lang und nahezu unberührt. Trotz der Heerscharen von Touristen, die Tag für Tag die Batu Cave Temple besuchen. Einmal im Jahr, meist in den Monaten Januar oder Februar, findet die Thaibusam-Zeremonie statt. In einer Prozession ziehen dann die Gläubigen zu dem Tempel, um unter anderem Murugan, dem jüngsten Sohn der Göttin Shiva, die Ehre zu erweisen. Malaysia ist eine aufstrebende Wirtschaftsmacht und vielleicht gerade deswegen ein Land der Gegensätze, der Kontraste. Nach dem eher beschaulichen Vormittag stürze ich mich jetzt am Abend ins pralle Leben der Großstadt. Und das, was ich entdeckt habe, lässt mein Herz als Freund der gepflegten Küche höher schlagen. Nun bin ich hier in der Star Hill Galerie, und zwar im Feast Village. Hier befinden sich 22 unterschiedliche Restaurants. Und ich bin sehr gespannt, was man hier so alles essen kann. Ich bin aber auch sehr gespannt, jemanden zu treffen, nämlich Chef Wei. Sie wissen ja, Köche bereisen mittlerweile die ganze Welt, lernen, was die anderen machen. Und er war auf der Strom und hat gesehen, wie man bei uns zum Beispiel einen Schnitzel zubereitet. Ich bin gespannt, was er jetzt hier macht. Ich werde ihn jetzt gleich treffen im Fisherman's Cove. Das ist das Restaurant, wo er arbeitet. Mal schauen, was er dort so treibt. 2 Monate hat er mir über die Schulter geschaut, denn Austausch ist das A und O. Nichts ist langweiliger als eine eintönige Küche. Aber das habe ich ja schon einmal erwähnt, glaube ich, oder? Chef Wei, das ist jetzt deine Küche hier im Fisherman's Cove. Ja. Was zeigst du mir jetzt? I'm going to show you one of the appetizer. Also eine Vorspeise, ja? Ja, yeah, with prawns. Aha, mit Shrimps. With prawns and then with this is the seaweed pasta sheets. Aha, mit Seegras, seaweed, Pasta. Yeah, okay. Seaweed. How do you make it? This is with flour, water, and olive oil. Ah, okay. And seaweed. Seaweed. Aha, okay. Mm-hmm. So. We're gonna use the prawns. So this is the prawn meat. Okay. That we make it into paste. Okay. Mm-hmm. Also gemixtes Krabbenfleisch, okay. Yeah. Schwimmfleisch. So yeah. And then we spread it on the pasta sheet. Yeah. So we put the eigelb. Yeah. Yeah. So it gives you a nice color in the middle. Uh-huh. Yeah. Okay. And then we put the avocado on. And then we put the liver on. Nachdem Chef Wei, wie gesagt, bei mir war, will ich jetzt mal schauen, was er auf der Pfanne hat. Gänsestopfleber? Okay, this is goose liver, yeah. Yeah, the goose liver.
Gänseleber mit Avocado, Eigelb und Garnelen, das ist mit Sicherheit eine interessante Geschmackskombination. So, put them together and then roll it up. Then we seal it up. So after we cook it, then we cut. So you know, we just zuerst kochen die Rolle im Wasser. Jetzt wird sie gebraten. So we just cook it until it's brown. Also helle Sojasauce. Yes, a little bit, so it tastes better. So. So we dry semi dry. Und dazu jetzt noch Gewürzorangenfilets. It go together with liver. Some orange. Reduzierter Orangensaft. Yeah, this is the orange reductions. Also da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie das schmeckt. Und die Orange Juice. Orange Juice. So this we cut in a tree. So we give you like this. Looks very nice, huh? Something like this? Sehr gut, sehr gut. And then, sir. Okay. Ich habe noch nie Shrimps oder das heißt Garnelenfleisch mit Gänseleber auf Orangensauce gegessen. Ich bin sehr gespannt. Can I try now? Yes, yes, please. Very good. Thank you. Good. Chef. Austern und Krebse, Langusten und Hummer, wie in vielen asiatischen Küchen, spielen Meeresfrüchte natürlich auch in den Küchen Malaysias eine große Rolle. Und ich denke, das ist eines der großen Schlüssel des Erfolges der asiatischen Küche, Gewürze. Zitronengras, Chili, Koriander, das Angebot ist riesig und die guten Köche wissen nur zu gut, welche Gewürzkombinationen auch mich ins Staunen versetzen können und meinen Geschmacksnerven ein überraschendes Aha-Erlebnis bescheren. This is, I have the recipe with me. This is blend a lot of things, lemongrass inside, chili, and then the tangerines, everything inside for the kleine verschiedene Speisen, die aber trotzdem gut miteinander harmonieren. Und das ist jetzt hier ein richtig toller Vorspeisenteller. Begeistert, wenn Sie das hier sehen, liebe Zuschauer, dann kann ich nur sagen, wie ist die Welt in kulinarischen Dingen zusammengewachsen. Also ich glaube, man kann wirklich sagen, nicht nur in Europa, sondern auch hier in Asien kann man exzellent essen hier in Malaysia und hier im Fisherman's Cove mit Chef Mai, glaube ich, wird man wirklich richtig gut verwöhnt. Danke dir, gell? Wunderbar. Danke. Also, sehr schöne Sache hier und hier, guck mal da. Weiter geht es durch das bunte, vitale Feast Village in der Starhill Galerie des JW Marriott Hotels. Alle 15 Restaurants sind nach dem Open Kitchen Konzept errichtet. Das heißt, Sie können den Köchen in die Pfannen und in die Töpfe gucken. Das Angebot ist vielfältig. Einer kulinarischen Reise durch die Welt steht hier nichts im Weg. Die Bar für den Aperitif oder Degestif ist gut besucht. Obwohl allein farblich ist dieser Cocktail nicht jedermanns Sache. Nun, wer mag und wem es bekommt. Und jetzt habe ich so richtig Lust, etwas Chinesisches zu essen. Das hatte ich lange nicht mehr und ich bin gespannt, was hier geboten wird. Wollen wir doch mal schauen. Ja.
Was für den Bayern die Weißwurst ist, für den Chinesen Timsam. Ich bin jetzt hier im Look-QD-Haus im Star Hill Center. Hier gibt es exzellente Timsam. Was heißt es übersetzt? Kleinigkeiten, die das Herz erfreuen. Und ich werde jetzt mich mal umschauen, wie diese gemacht werden. Kochen ist überall auf der Welt auch Fleißarbeit. Solche Tätigkeit nimmt einem keine Maschine ab. Alle Körbchen sind gefüllt und warten nur noch gegart zu werden. Ja? Guck mal, das sind jetzt hier die Gegarten da. Dim Sum ist der Oberbegriff für kleine, leichte Speisen, also es sind Snacks für den Appetit zwischendurch. Und gerade weil es nur kleine Häppchen sind, werden in der Regel mehrere mit völlig unterschiedlichen Geschmacksrichtungen gegessen. Traditionell wird Dim Sum von den frühen Morgenstunden bis zum Nachmittagstee angeboten. Serviert werden die Speisen in diesen kleinen Bastkörbchen. Erhitzt und gegart werden sie über Dampf. Na, und das ist immer das Schönste auf meinen Reisen. In Ruhe probieren und in diesem Fall auch genießen, was die wunderbaren Kollegen in der Küche hier für mich gezaubert haben. In Malaysia leben ca. 4 Millionen Chinesen und deshalb ist natürlich auch die Küche, die chinesische Küche hier sehr, sehr interessant und sehr gut. Und jetzt hier im Ritz-Carlton Hotel im Restaurant Li Yang esse ich das, was natürlich alle Menschen gerne essen, wenn sie hierher kommen, eine Peking-Ente. Ich bin sehr gespannt. Please. Die Peking-Ente gehört wohl zu den bekanntesten und berühmtesten Gerichten der chinesischen Küche. Seit über 500 Jahren ist die Peking-Ente ein Eckpfeiler chinesischer Kochkunst. Wie Sie sehen, ist selbst das Rangieren und Servieren der Peking-Ente eine Wissenschaft oder besser gesagt eine Kunst für sich. Bei der Peking-Ente geht es um die Haut, die in kleinen Teigtaschen gegessen wird. Aus dem Fleisch der Ente wird in der Regel eine Suppe gekocht. Na, wie ist das? Ja, wie Chopstick mit Schäfchen, okay? So. Und jetzt, liebe Zuschauer, möchte ich Ihnen zeigen, wie so eine Peking-Ente in der Küche richtig zubereitet wird. Kommen Sie mit. Das ist sie nun, die berühmte Peking-Ente. Aber auch hier gibt es gute und schlechte. Und ich denke mal, Chef Leung, er kommt übrigens aus Hongkong, wird mir jetzt zeigen. Hi Chef. How you make, wie macht man eine perfect Peking-Ente, gute Peking-Ente? Peking-Ente. Ja, also das ist jetzt. Ja, warte, ja. Seitan. So, jetzt wird sie erstmal zugesteckt, ja? Mit einer Rouladennadel fest. So ganz kreuzförmig, ja? Also, jetzt kommt. Und jetzt, Chef Leon, what are you doing now? Was machen wir jetzt? Danke, komm her. Jetzt sehen Sie mal, wie Sie aus einer kleinen Ente eine große machen können. Ne? Die brauchen hier eine ordentliche Pumpe zu Hause. Dann sieht die so aus hier. Ja, so. And now, Chef Leon, what now? Now? Hier wird die jetzt getrocknet, ja? So, und jetzt hier wird sie jetzt, liebe Zuschauer, erst richtig gebraten. Das ist wichtig für Sie zu Hause, zu wissen, wie das geht. Ja, das ist wie ein Kanonenofen. Die Hitze kommt unter oben und dann wird die Ente rundherum gleichmäßig braun. Und so sieht sie dann aus. Also, ich finde, sie sieht lecker aus, oder? Auf meiner Rückreise nach Deutschland lege ich einen Zwischenstopp in Singapur ein. Sie sehen schon an meiner Kleidung, es geht hier um eine nicht ganz alltägliche Küche.
Was mich hier in Singapur in erster Linie interessiert, ist die Frage, wie kocht man gutes Essen für die Passagiere eines Langstreckenflugzeuges? Denn da in 12.000 Meter Höhe gelten andere Regeln als in den Top-Restaurants der Welt. Allein die Menge ist beeindruckend. Hier in der Zentralküche von Singapore Airlines werden 45.000 Mahlzeiten produziert pro Tag. Kreiert werden die Gerichte von 9 Top-Köchen aus aller Welt. Die treffen sich regelmäßig hier in Singapur und legen dann die Menüauswahl für die kommenden Monate fest. In der First und Business Class werden die Gerichte alle 4 Wochen gewechselt, in der Economy Class alle 2 Monate. Und auch hier gilt Abwechslung und Rücksichtnahme auf die Geschmäcker der Passagiere. Außerdem müssen Sonderwünsche berücksichtigt werden. Koschere Mahlzeiten finden sich ebenso auf dem Speiseplan an Bord der Flugzeuge wieder wie vegetarische Kost. Die Qualität des Essens an Bord ist ein wichtiger Faktor für die Güte einer Airline. Die Mahlzeiten müssen nicht nur schmecken, sondern auch ansprechend angerichtet werden. Da haben wir Lachs mit Avocado. Und dann haben wir hier Gänseleber mit verschiedenen Früchten. Dann haben wir natürlich dann die große Languste. Und hier ist dann wieder Lachs mit einer Languste, Langustine. Auf jedem Flug haben die Passagiere 3 Menüs zur Auswahl. Dazu kommen Vorspeisen und Desserts. Singapore Airlines ist die einzige Fluglinie der Welt, die in einer Druckluftkabine testet, ob das Essen in 12.000 Meter Höhe genauso gut schmeckt wie auf dem Boden. Ich bin sehr gespannt, ob man da einen Unterschied merkt. Hallo. Hallo. How are you? Good. Eine weitere Herausforderung für die Küche ist, dass die Mahlzeiten derart präpariert werden, dass sie in der Enge der Bordküchen im Prinzip nur noch aufgewärmt werden müssen. Normalerweise wird das so auf dem Teller drauf gemacht. Warum schmeckt das jetzt oben anders als wie auf dem Boden? The humidity. Die Luftfeuchtigkeit in der Höhe ist wesentlich geringer als unten auf dem Boden. Und deshalb sind auch die Geschmacksnerven trockener und man schmeckt einfach anders als auf dem Boden. Also auf geht's zum Geschmackstest unter simulierten Flugbedingungen. Der unterschiedliche Geschmack gilt selbstverständlich nicht nur fürs Essen, sondern logisch auch für die Getränke. Deshalb müssen beispielsweise auch Weine mit besonderer Sorgfalt ausgewählt werden. Es ist eine Herausforderung, Fischgerichte am Boden so vorzubereiten, dass sie später nach Erhitzung an Bord der Flugzeuge einfach perfekt sind. So dürfen Sie den Fisch nicht völlig garen, der Rest geschieht dann bei der Erhitzung an Bord. Das gilt auch für die anderen Gerichte, wie hier bei diesem Lamm zum Beispiel. Es muss beim Vorbereiten im Inneren rosa bleiben, damit es dann an Bord nicht nur perfekt schmeckt, sondern auch perfekt aussieht. Ja, nun, liebe Zuschauer, weiß ich, was ich zum Essen bekomme, gleich wenn ich nach Hause fliege. Ich möchte Abschied nehmen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht bei Das ist mein Malaysia. Das nächste Mal begrüßt Jürgen Heinrich. Machen Sie es gut. Tschüss. Adieu.